Schönen guten Morgen. Heute ist Sonntag und heute haben wir nur eine kleine Bergtour. Oft ist es nicht zum Regen anfangen, ich glaube, es tröpfelt schon. Dahinter uns ist der Klautschhof, da übernachten wir. Und ja, dann geht es einmal los in Weißensee, auf den Berg, auf die Alm. So, wir fahren dann gleich los. Frauen Mutes. Schaut, da redet schon einer. Erbentrailer, Erbentriker. Wir fahren dann da rüber gleich einmal. Schau, wie es da geht. Da hast du schon einen Verleiher. Fängt schon. E-Biker. Die sind natürlich voll dabei. So, meine lieben Leute, wir stehen da mitten auf der Brücke vor Weißensee und Techtop. So schaut es da aus. Da ist der See. Und im Sommer, wenn es warm ist, springen sie da einer ins Wasser. Es wäre ja Sommer. Ich meine, es wäre auch Sommer, genau. Und da ist es aber eisig kalt heute. So, meine lieben Leute, wir sind am Weg. Da bitte sehr, Strandbad Keller, Knaller. Knaller Camping, naja, nicht schlecht. Fahren wir weiter. Der Campingplatz. Auch sehr schön. Chill Out Beach. Chill Out Beach. Total nett. Ganz total nett. Zum Hotel oder zum Klautschhof, das kann man sagen, sehr, sehr zu empfehlen, auch für Familien. Zimmer sind sehr schön und liegt sehr zentral, also genau bei der Brücke. Auf der einen Seite ist Weißensee, auf der anderen Seite ist Techendorf. Klautschhof ist in Techendorf. Kosten du da 120 Euro für zwei Personen pro Nacht, inklusive Frühstück. So, liebe Leute, so wie es jetzt ausschaut, geht es jetzt hinauf auf den Berg. Wenn alles gut geht, dann fängt es jetzt zum Regen an. Nein, das wollte ich nicht sagen. Dann werden wir. Unser erstes Etappenziel heute ist die Fischeralm, wenn alles gut geht. In diesem Sinne probieren wir es aus. Aber jetzt fängt es zum Regen an, super. So, auf dem Berg oben, glaube ich, ist die Brunnalm, dort scheint die Sonne und wir sind natürlich wieder auf der falschen Seite und da regnet es. Wie immer. Super. Was tust du? Ich ziehe mir heute keine Regensachen, aber dann hört es wieder auf zum Regen. So, meine lieben Leute, aufi geht's. Fischeralm, da bitte sehr, da steht's. Da, Fischeralm, eine dreiviertel Stunde.
Die Sonne scheint wieder. Der Regen hat aufgehört, so wie ich es vorausgesagt habe. Und wir freuen uns. So, wir sind schon, ich denke mal, ja, leicht über der Hälfte. Aber es ist jetzt sehr steil. Also jetzt hat sicher der Auf bei 15-16%. Mal schauen, ob wir da mit Sport aufgekommen. Oder ob wir auf Turbo schalten müssen. Das Gelände ist da auch sehr schroff. Glück und Glas. Was ja. Weiß ich nicht. Schönheim verschiedene Glasprodukte erzeugt. Wo ist das? Ich weiß das nicht. Das kaufe ich dann nicht. Ja. Wo ist das? Ich weiß es nicht. So, da ist jetzt ein Wildtiergatter oder ein Kuhgatter. Was steht da drauf? Radfahrer Achtung, Mountainbiker. Behinderung durch Ladetätigkeit. Das ist ja überhaupt für uns kein Problem. Einmal kurz in Turbo und drüber bist. So, das ist jetzt eine wunderschöne Hochebene, wo man ganz entspannt Flowtrailen kann, wobei es kein Trail ist, das weiß ich schon. So viel habe ich mir auch schon angeschaut. Aber man kann richtig schön gleiten. Hallo, Servus. Danke. Auf die Kamera mit da vorne. Ja, ja. Seid ihr jetzt gefilmt worden? Das ist die Bodenalm. Auf der Bodenalm sind wir jetzt auch. Ja. Die Rosita hat eine Freude. Ja, die Bodenalm. Hoppala. So lässt sich's leben. Am 11. Vormittag schon ein Bierchen, ein bisschen früh shoppen. Spät ist es, ne? Wahrscheinlich so spät. Ja. Auf der Alm. Da gibt's keine Sünd. Ein Verhockerts und ein Kasbrot. Eigentlich habe ich nur eins bestellt, das ist eine Wahnsinnsportion. Das ist die Bodenalm. Jetzt schauen wir weiter, weil jetzt müsste man dann irgendwann zur Fischeralm kommen. So, liebe Leute, jetzt ist leider passiert. Da schaut's, bin in den Kudrig reingefahren. Muss ich mal jetzt runterfahren, den Kudrig. Thank you.
meine lieben Leute. Und da sind wir runtergekommen, durch dieses Gatter durchgefahren. Und jetzt da runter. Und da ist die Fischalm. Wir verlassen die Fischalm und fahren zur nächsten. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Botschen. Nein. Fuhren. So, liebe Leute, jetzt ist es leider passiert. Das erste Mal seit, weiß ich nicht, 7000 Kilometer habe ich hier keine Luft mehr im Reifen. Ein sogenannter Platten oder Patschen, wie auch immer. Irgendwo passiert da beim Runterfahren. Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie die Kuhkacke nicht vertragen und jetzt werden wir da wieder arbeiten. So, da wird gepumpt. Der Reifen ist einmal drin und jetzt wird noch gepumpt. Und dann wird es hoffentlich wieder funktionieren. Ah, Wahnsinn! Ganz schön anstrengend. Das schaut jetzt sehr lustig da. Das Haus. Also wir haben jetzt das Problem mit dem Platten-Patschen vorne wieder behoben. Das funktioniert momentan. Ich habe nichts gefunden, was drinsteckt, war. Das hat mir ein bisschen, wie soll ich sagen, in Sorge gestimmt oder so ähnlich. Aber schauen wir mal, jetzt habe ich das wieder einen ganz neuen Schlauch rein da. Wenn wir bis zur Fähre und dann fahren wir oben, fahren wir wieder zurück. Anders wie Salz kann man gut sehen. Sehr toll.
So, da sind wir jetzt auf dem ersten Gipfel. Ist es ja nicht, aber auf der ersten Höhenspitze, oder was weiß ich, oben. Und fahren da jetzt quasi gerade, eben, nein, nicht eben, gerade, flach irgendwie, jetzt geht es ja wieder runter, aber geht es wieder rauf. Wir fahren jetzt quasi auf einer Hochebene entlang bis zum letzten Anstieg, und beim letzten Anstieg ist dann die Brunnalm. Schmetterling, schau. Da ist ein schöner Schmetterling. Schau, da ist Schmetterling, ein schöner. Schau, wie weiter draußen einer schwimmt. Wahnsinn. So, Leute, da geht es jetzt wieder schön gescheit auf. Wir haben da jetzt, ja, wir fahren auf die Brunnalm, nennt sich das. Jetzt ist es soweit. Da, ein Wahnsinn. Immer wieder das Türkise. Jetzt sind wir ganz türkis. Und wir strampeln uns ab, hinauf auf die Brunnalm am Weißen See. Da geht es noch schön lang bergauf. Das ist jetzt eine tolle Wand. Die ist auf einmal aufgetaucht nach der Kurve. Und da fahren wir jetzt entlang der Wand, schätze ich. Da geht es auch wieder mal ziemlich geschmeidig auf. Genau, ziemlich geschmeidig ist gut. Da ist sehr schön und viele Fliegen sind da. Ist da gar keine Stimme? Ein bisschen schon noch. Aber ich muss so anstrengen müssen, dass ich keine Stimme habe. Und jetzt essen wir ein gescheites Supperl. Dann fahren wir ins Tal runter. So ist es. So, liebe Leute. Wir haben da jetzt eine Erdäpfelsuppe mit Eierschwammerl gegessen, war sehr gut. Viele Fliegen, ja, das ist ein bisschen ein Manko da. Das ist wahrscheinlich, weil da die Kühe sind. Und jetzt ist es bereits 17 Uhr und jetzt fahren wir runter 3 Kilometer und wir sind im Tal. Aber es wird sicher sehr lustig werden und sehr steil.
Da drüben, wenn man da weiterfährt, kommt man zum Ostufer und zum zu so einem Felsen, zu so einem schönen, Ronacher Fels, genau. Zum Ronacher Felsen. Und da, wenn man weiterfährt, kommt man zu Dechendorf und dort ist auch die Brücke, die dann aufs andere Ufer rüber geht. So, liebe Leute, wir haben jetzt verabschieden von euch für heute. Es war eine super, super Mountainbike-Strecke und Tour. Sehr, sehr schön, sehr zu empfehlen. Aber natürlich besser für richtige Mountainbikes geeignet. Mit unseren Crossbikes da ist es schon ein bisschen eigene Geschichte. Aber sonst für die richtig sportlichen und die richtigen Damen und Herren, die da Gas geben wollen und Spannung haben möchten und Abenteuer, ist die diese Weißensee-Runde absolut top. Bei der Brunalm auf, da ist, also vom Ostseeufer oder von der Seite zur Brunalm, das ist dann richtig heftig. Die andere Geschichte ist durchaus mit Crossbikes kein Problem zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und es gibt jetzt dann noch eine Etappe, das ist dann von hier vom Weißensee nach Klagenfurt, das geht auf dem Trauradweg entlang, wird sicher auch interessant und schauen wir mal. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, gute Nacht, schönen Abend und ja, dann sehen wir uns bei der letzten Etappe vielleicht wieder. Geht euch.